Episode des Story Power Podcast. Heute freue ich mich wieder riesig auf das Interview, das ich heute habe. Und zwar ist es ganz was Spezielles. Ich habe so die Idee oder die Ahnung, das könnte sehr für die Selbstständigen was sein. Es ist auch ein Buch dazu geschrieben worden. Und ich habe heute hier den Herrn Ehrenfried Konter-Gromberg. Hallo Herr Gromberg. Ich grüße Sie, Herr Link. Ich freue mich, dass Sie dabei sind. Ja, schön. Schauen wir es gerade. Ich halte es gerade mal rein. Sie haben mehrere Bücher geschrieben. Ich habe jetzt zwei da. Einmal das hier. Das ist das erste, das Sie geschrieben haben, oder war davor auch noch was? Smart Business Concepts war in unserem Programm das erste Buch, das Grundlagenbuch. Ja. Das Grundlagenbuch, ja. Und jetzt, ich habe die Empfehlung von meinem Coach bekommen, die Zeit der smarten Experten, ist das dann das Folge? Das ist das dritte Buch. Dazwischen gab es noch das Buch Solopreneur, aber die Zeit der smarten Experten ist das aktuelle, jetzt im September quasi erschienen. Wunderbar. Darüber wollen wir uns unterhalten. Zunächst mal eine Vorbemerkung, das ist einfach ein fantastisches Buch. Also das ist ein Genusslesen. Also was dort Arbeit drin steckt, an Design, ja, und dann als, von der Sache her, also was sie dort irgendwie so Konzepte, die sie aufgebaut haben, macht wirklich riesen Spaß, das Buch immer wieder zur Hände zu nehmen. Ich habe viele so Eselsohren reintan, um mir so Stellen zu merken, auch schon umgesetzt mit der Produkttreppe. Das ging da relativ wunderbar. Ja, steigen wir ein, Herr Konter Gromberg. Wie kamen Sie dazu? Danach machen wir erstmal die Frage, was machen Sie so? Wenn Sie da kurz mal die Story erzählen von Ihren Hintergründen. Gerne. Also meine Frau und ich sind ursprünglich strategische Berater, ganz klassisch als Experten uns etabliert, sind in Hamburg in die Start-up-Szene gerutscht, haben da viel Wasser geschluckt, sind also in den digitalen Umbruch mit untergegangen teilweise. Oh, wow. Und haben dann aber uns ganz intensiv mit Geschäftsmodellen beschäftigt, gesagt, was passiert da eigentlich in dieser digitalen Szene? Und die letzten Jahre sind wir dann immer stärker in den Bereich der smarten Geschäftskonzepte gekommen. Das bedeutet, wenn wir heute über digitale Konzepte sprechen, dann denken wir meistens an Facebook, an Google, an diese ganzen Großen. Ja. Was aber viele nicht vor Augen haben, dass der digitale Umbruch die kleineren Selbstständigkeiten, die Einheiten mit zwei Personen, mit kleinen Teams, dass die viel stärker zum Teil betroffen sind. Die sind jetzt schon mittendrin in diesem Umbruch. Und das ist unser Feld, mit dem wir uns beschäftigen. Zum Buch selber, da habe ich mich gewundert, wie lange haben Sie daran gearbeitet? Das ist ja nicht so ein halbes Jahr, das muss ja irgendwie länger wachsen. Die Amerikaner sagen immer, schreib ein Buch in 4 Wochen. Das geht bei diesem Buch nicht. Also wir haben 2 Jahre wirklich daran gearbeitet. Ja. Das liegt vor allem an den vielen Fallbeispielen, wo die mir auch korrekt sein müssen. Und das können wir nicht einfach so aufs Blatt hauen. Der Grund, wie kamst du zu dieses Buch dann noch zu schreiben? Ist es eh von vornherein angelegt gewesen oder wie hat sich das entwickelt? Also es hat zwei Wurzeln, warum das Buch eigentlich kommen musste. Das eine ist, wenn wir in den Intensivgruppen mit Solopreneuren arbeiten und wir fragen, was seid ihr für welche, also welchen Geschäftstyp habt ihr gerade, dann sind die Hälfte immer Experten. Das heißt, die Hälfte sagen, wenn wir sagen, wer von euch ist Händler, wer von euch ist Maker, wer von euch macht dies und das, dann geht bei 50% bei Experten die Hand hoch. Und ich sagte, das ist nicht nur Zufall, da ist ein Muster dahinter und wir behaupten, dass die Experten wirklich im Kommen sind. Und der zweite Grund ist, wenn wir von irgendwelchen Wirtschaftsbehörden Geschäftskonzepte, die wollen von uns manchmal wissen, was ein smarte Geschäftskonzept sind, wenn wir das dann so entblättern und wir sagen, Expertenkonzepte sind klasse, dann ist bei denen irgendwie die Gesichter eingefroren. Für die sind Experten irgendwie keine Unternehmer. Und das hat uns richtig geärgert, weil wir gesagt haben, Unternehmer ist jemand, der Schuhe macht, Unternehmer ist jemand, der irgendwie was herstellt für die oder keine Ahnung was alles, aber Experten, also Leute, die didaktisch arbeiten, die Infoprodukte haben, die Bücher schreiben, das ist für die, sind das keine Entrepreneure. Und da haben wir gesagt, stopp mal die Landkarte, da müssen wir jetzt mal ein Buch schreiben, weil das ist genau das Feld, wo die viele, viele neue Geschäftskonzepte entstehen und große und auch kleine Firmen. Ja. Das musste also sein. Sie haben Solopreneur erwähnt jetzt gerade, was verstehen Sie unter einem Solopreneur im Gegensatz zum Selbstständigen? In Hamburg, als wir in der Start-up-Szene unterwegs waren, da war das ungeschriebene Gesetz, ein Start-up, das ist ein Team. Also da sind irgendwie 3 junge Männer, der Chief Technic Officer, der Chief Executive Officer, Chief Financial Officer, wie sie alle heißen. Und die haben dann 10 Mann hinter sich und sammeln Geld ein und Investoren und die haben große Gesellschafterrunden und das ganze Ding muss groß werden.
Und das ist das ungeschriebene Gesetz. Und auch heute noch wird in Deutschland häufig diskutiert, warum hat Deutschland kein Facebook? Also wie schaffen wir so ein Unicorn, die ganz Großen und so. Es wird viel hin und her geschoben. Und als wir dann in der Startup-Zeit gemerkt haben, durch unsere Denke, dass wir ein Team haben müssen, und wir haben mit unserem Startup ein Team dazugenommen, haben wir uns unheimlich viele Sachen blockiert. Und die richtig spannenden Konzepte sind häufig viel schlanker, sind viel direkter. Und die letzten 10 Jahre haben wir uns nur noch mit solchen schlanken, smarten Konzepten beschäftigt, die in der Regel ohne Team auskommen. Und das heißt, Solopreneur, also sie sind unternehmerisch, aber in der Regel ist der Inhaber bleibt der alleine. Oder als Ehepaar, also meine Frau und ich wären als Solopreneur Ehepaar die Firmeninhaber, aber wir werden niemals andere Gesellschafter in den Kreis hineinnehmen. Ist es dann in so einer Kombination, also aus einem Selbstständigen und Unternehmer? Also das heißt, selbstständig heißt für mich, er arbeitet Produkte oder Dienstleistungen und Unternehmer produziert ein Unternehmen. Und dass man da jetzt beide die Sachen fertigbringt als Einzelner auch, ja, dass man da so ein Unternehmen aufbaut mit Produkten, die man verkauft, ja, mit Skalierung, die dann da funktionieren kann. Also wir kommen in ein echtes Wortschlamassel hinein. Und Okay. das liegt daran, dass wir in diesem digitalen Umbruch die gesamten Berufsrollen durcheinander geschreddert bekommen. Ja. Also heute diese klassischen Berufe wie Bäcker oder ich bin ein Berater, die zerreißt es uns durch digitale Konstrukte. Und wir haben dafür noch keine Sprache gefunden. Allein der Begriff Selbstständiger, also was ist das eigentlich? Ja. Ganz schwer zu fassen. Und wir haben uns jetzt so gerettet, dass wir gesagt haben, wir sagen das einfach mal, das ist ein Geschäftskonzept, also ein Smart Business Konzept. Und das, was man jetzt mit neuen digitalen Methoden tun kann, wird man als Selbstständiger tun. Weil, wenn man etwas Eigenes aufbaut, ist man ein Selbstständiger. Aber in welcher Form ist man ein Selbstständiger? Ja. Und die alten Handwerker würden sie sagen, okay, das ist ein Dienstleister, der hat einen Schraubschlüssel in der Hand, der fährt mit dem Bus noch vors Haus und klempnet dann unter ein Waschbecken rum. Das wird heute in der digitalen Zeit bei den neuen Konzepten nicht so sein. Das heißt, wenn ich ein Händler bin, habe ich ja auch keinen Tante-Emma-Laden mehr, sondern ich habe einen E-Commerce-Shop. Wenn ich ein Experte bin, werde ich vermutlich nicht mehr in einer Klasse stehen und vor Kindern unterrichten, sondern ich werde draußen im Netz unterwegs sein. Und damit brechen die Rollen. Und das ist der Grund, warum wir von Konzepten sprechen und nicht mehr so von festen Berufsrollen. Okay, ja. Auf der einen Seite bleiben die Handwerker schon noch, also die, sagen wir Schreiner, wenn ich dann eine Schreinerarbeit haben will oder eben eine Küche, dass eine Küche was repariert, das bleibt schon noch. Also ein Teil Absolut. da wird so bleiben, oder? Nur Absolut. manche Schreiner entscheiden sich, ja, ich möchte das nicht mehr das Klassische machen, sondern irgendwie einen neuen Weg gehen. Und für den ist dann zum Beispiel so ein smartes Expertenmodell etwas. Also natürlich, die Welt bleibt auf der einen Seite klassisch. Es wird nach wie vor Handwerker geben. Es wird nach wie vor Läden geben, in die man geht und einkauft. Aber über dieser Schicht, wir nennen das dieser klassischen Geschäftsmodelle, dieser klassischen Berufe, entsteht durch das Internet eine ganz neue Schicht von Jobs, von anderen Dingen. Zum Beispiel, dass wir jetzt hier ein Interview machen. Also Sie sitzen in der Schweiz, ich sitze hier in Norddeutschland. Das wäre vor 10 Jahren einfach nicht möglich gewesen. Jedenfalls nicht so smart, so einfach mit einem Knopfdruck. Skype kostet doch nicht mehr was. Also was ist denn da passiert? Das heißt, die Tür ist weit offen. Wir können es tun. Und jetzt zu sagen, wenn das möglich ist, was bedingt denn das für neue Möglichkeiten? Für Experten, für Berater, für all die Berufe, die bisher klassisch aufgebaut sind. Das ist ein Riesenumbruch. Gehen wir gerade weiter mit dem, was verstehen Sie unter einem smarten Experten im Unterschied zu einem klassischen Experten? Ich nehme mal den Berater, weil der Berater ein klassischer Berater wäre jemand, der seine Zeit an dem Kunden, seine Beratungszeit, Stunde gegen Geld verkauft. Das heißt, wir haben früher viel strategisch beraten. Also irgendeine Firma meldet sich, sagt, Herr Konter-Gromberg, wir haben ein Problem, kommen Sie mal vorbei, ich schilder Ihnen das. Dann haben wir so ein Briefing, ein Meeting, dann nach 3 Stunden weiß man, worum es geht, dann sagt er, können Sie das lösen? Dann sagen wir, da haben wir eine Idee, wie wir es machen können, schreiben Sie ein Angebot, dann fahren Sie hin, dann arbeiten Sie mit den ganzen Leuten, dann schreiben Sie ein Konzept oder ein Gutachten oder was auch immer. Es wird Papier verschoben, am Schluss ist das ganze Projekt zu Ende, Sie schreiben eine Rechnung. Und intern wird es controlled über einen Zeitstrahl. Das heißt, sie schreiben auf, wie viele Stunden, wie viele Manntage, sagt man so schön, wie viele Manntage war ich in dem Job. Und sie können natürlich Sachen parallel machen, sie können 2 Projekte parallel haben, aber sie können nicht an 2 Orten gleichzeitig sein. Das heißt, sie müssen mit ihrem Terminkalender sehr genau aufpassen,
wie viel sie dabei versprechen. Und das ist dann auch die gläserne Decke, wie viel sie verdienen können, weil sie eben, wenn sie Qualität bringen können, dann nur. So in dem smarten Arbeiten kommt dieses Unternehmerische hinein. Das Unternehmerische heißt, ich arbeite nicht mehr für andere, sondern ich erarbeite eigene Produkte. Und wenn ich jetzt ein Schuhunternehmer wäre, dann würde ich Schuhe herstellen durch eine Maschine auf einem Fließband stellen, einen Schuh nach dem anderen. Als Experte habe ich keine Schuhe, ich habe keine dinglichen Produkte, die ich herstelle. Aber ich erstelle Produkte, die andere kaufen können. Und da gibt es Klassiker wie Bücher, da gibt es neue Formen wie Online-Kurse. Aber es sind Dinge, die ich stückweise herausgebe. Ja. Und damit werde ich auf meiner Seite terminunabhängig. Ah, okay. Ja. Gehen wir gerade weiter. Der Weg, also wenn jetzt jemand das Interview hört oder die Bücher liest und entscheidet, ich möchte jetzt auch zu diesem smarten Experten werden. Zum einen mal, warum ist diese Zeit jetzt mal nochmal angebrochen und was braucht dieser Berater, ja, um dorthin zu kommen? Also warum ist eben genau, machen wir das erstmal die Frage, warum gerade jetzt die Zeit für die smarten Experten? Wir haben eine technische Revolution, in der wir stehen. Ja. Und das bringt einmal eine ganze Flut von neuen Geräten. Das fängt an mit den Kopfhörern, die wir in den Ohren haben, mit den Smartphones. Das fängt an mit ganz vielen Sachen, die klein geworden sind, günstig geworden sind. Und plötzlich kann ich als Einzelner mir erlauben, hochqualitative Filme zu drehen. Ich kann Audios drehen, die super sind. Also da gibt es kaum noch Unterschiede zu dem, was die großen Firmen machen. Ich kann Bücher schreiben, also wir schreiben Bücher ohne Verlag inzwischen. Wir brauchen keine, also wir haben viel Design in dem Buch drin, aber wir haben keinen Grafiker mehr in dem Buch. Das bedeutet, das kann man selber in der Qualität darstellen. Und das bedingt, dass viele dieser Zwischenschritte, die früher da waren, sind weg. Das ist das eine. Es sind ganz viele Geräte da, die günstig und einfach zu bedienen sind. Das zweite ist, dass wir mit dem Internet auf einmal mit dem, was wir dann da herstellen, weltweit erreichbar sind. Das heißt, einen Vertriebskanal haben, oder? Absolut. Und ob ich auf YouTube die Filme zeige oder wo auch immer, ich komme da raus. Ja. Und das wäre früher ja gar nicht möglich gewesen, dass ich in der Schweiz. Wir haben unsere Bücher werden gelesen in der Schweiz, in Österreich und in Deutsch. Und das mit einem relativ speziellen Thema. Das heißt, smarte Geschäftskonzepte für Experten ist schon ein sehr spezielles Thema. Früher hätte man einen Spezialverlag finden müssen, der das irgendwie in sein Programm aufnimmt. Der hätte gesagt, das rechnet sich nicht, weil bis wir die Leute gefunden haben auf der ganzen Welt sind wir pleite. Das ist heute, das ist diese Longtail-Geschichte möglich, dass wir mit Spitzenthemen präsent sein können und die Leute, die das Thema brauchen, finden uns im Netz. Ja. Das hat sich das Netz gedreht und da kommt ein dritter Punkt noch dazu, kommen noch einige, aber ein dritter großer Bereich, dass die Komplexität ständig zunimmt. Das heißt, die Veränderungsgeschwindigkeit, was an Technik, an Möglichkeiten, an Konflikten zunimmt, so vielfältig wird, dass wir mit der Schulbildung alleine da nicht mehr durchkommen. Ja. Das bedeutet, sobald ich irgendwie auf der Straße bin, brauche ich eigentlich schon jemanden, der mir bei bestimmten Sachen zur Seite steht. Und es ist vollkommen egal, in welchem Bereich ich beginne. Angenommen, ich mache eine Bäckerei auf, dann ist es heute nicht mehr damit getan, dass ich nur eine Sache irgendwo gelernt habe. Ich werde, wenn ich Bio-Bäcker werde, einen Bio-Spezialisten fragen und sage, du, hilf mir mal drauf. Ja. Was ist denn heute der neueste Trend in der Bio-Bäckerei? Welche Teige kann ich nehmen? Was würdest du mir raten? Und wenn ich schnell vorankommen will, bin ich schlau, ein paar Euro auszugehen und mir den Stoff zu holen bei Leuten, die sich auskennen. Okay, jetzt weiter. Also was sind so die Schritte von einem Selbstständigen, von einem Experten, einem klassischen Experten zum smarten Experten? Mit was muss das rechnen? Entstehen Ängste oder wie sieht es da aus? Absolut. Wir nehmen mal einen Webdesigner als Beispiel. Ja. Es ist eine schöne Geschichte zu erzählen, Storytelling. Schön, ja. Nehmen wir einen Webdesigner. Der klassische Webdesigner ist der auftragsbezogene Jobarbeiter. Das heißt, er hat sich einen Namen gemacht, dass er Seiten layouten kann, dass er HTML und Java und was auch immer kann. Und er kann WordPress und dieses und jenes. Und damit hat er sich einen Namen gemacht. Jetzt rufen bisher Kunden an und sagen, ich möchte eine Seite von dir haben, baue mir eine Seite, mach sie grün. Mhm. Dann schreibt er sich das auf, sagt er, ist okay, macht er die Seite grün, baut sie, liefert sie aus, schreibt die Rechnung, ist also joborientiert unterwegs. Mhm. Jetzt kommt irgendwann der Moment, wo er merkt, die Kunden
hauen ihm sehr viele Termine drauf, er hat sehr viel Stress, er merkt, er kann nur eine bestimmte Menge davon wegarbeiten und die Wochenendschichten mag er auch nicht mehr haben, er möchte sich verändern. So, jetzt hat er ja Fähigkeiten, er ist ja nicht dumm. Und er kennt sich aus mit Dingen, die im Web passieren, er kennt sich aus mit Webseiten natürlich. So, und jetzt kommt der Moment, an welcher Stelle kann er mehr sein als nur ein Webdesigner? An welcher Stelle kann er den Schritt nach vorne gehen, dass er ein Experte wird? Und das heißt nicht, dass ich der King werden muss, also der Superheld irgendwo, aber an welcher Stelle kann ich jemand werden, wo andere sagen, wenn du das und das Problem hast, dann ist diese Person die richtige Lösung dafür, also geh zu ihm. So, und jetzt geht es darum, einen Expertenstatus aufzubauen, der nicht mehr heißt, er baut dir die Webseite, weil dann bleibt er ja der Webdesigner, sondern er muss den Expertenstatus aufbauen, er hat das richtige Wissen. Das heißt, wenn du eine bestimmte Frage hast, eine bestimmte Sache lernen möchtest, dann ist er oder sein Kurs oder sein Buch oder sein Seminar, sein Workshop das richtige Ding, was du buchen oder kaufen solltest. Das heißt, er muss aus der Joblogik in eine buchbare, kaufbare Logik hinein. Und dafür brauche ich Produkte. Und der Dreischritt ist quasi, ich muss mir überlegen, an welcher Stelle könnte ich eine Expertenreputation aufbauen? Wo habe ich sie? Was ist das Thema darin? Darin muss ich mich etablieren, muss das Ganze in Produkte gießen und dann muss ich das Audium, die Audience, die quasi dann das sieht und sagt, Bingo, das ist das, was ich haben möchte, da steige ich ein. Da muss ich einen Weg finden, die Geschichte zu erzählen und das auch rüberzureichen. Ja, jetzt zu der Ängste. Treten da Ängste auf? Wenn ja, welche sind es? Also wenn sich ein klassischer Experte, der jetzt eben als Webdesigner bekannt ist, plötzlich verändert. Und wie soll er mit dem sowas umgehen? Es ist wie bei allen Veränderungen, dass man die Angst hat, dass die Veränderung einen nicht weiterbringt. Ja. Das heißt, und es ist unangenehm, ein Muster zu verlassen. Also ich esse bisher viel Fleisch und ich sage jetzt, es wäre besser, weniger Fleisch zu essen. Dann werde ich mich die ersten Wochen, wo ich weniger Fleisch esse, nicht normal in meiner Haut fühlen. Das ist aber normal, dass ich mich in der Veränderung nicht gerade fühle. Das eine ist also, ich gehe in ein neues Terrain. Und das ist verbunden mit der Angst, wenn ich mir eine neue Reputation aufbaue. Ich bleibe jetzt mal dem Webdesigner. Diese Frau, dieser Mann war bekannt, ein WordPress-Webdesigner zu sein. Und er hat einen Kundenumkreis von WordPressianern, die ihn lieben und schätzen und immer wieder buchen. Und er holt sich ein neues Thema und sagt, E-Mail-Marketing mit, sage ich mal, Mailchimp. Da mache ich einen Online-Kurs drüber, weil das begeistert ihn, dieses Programm. Und er macht einen Online-Kurs über Mailchimp. Dann kann er logischerweise die Angst haben, dass die alten Kunden, die ihn bei WordPress gebucht haben, auf einmal sagen, Mailchimp ist nicht meine Welt, der ist nicht mehr unser Mann, wir buchen bei ihm nichts mehr. Die Angst wird entstehen und es wird ja auch passieren, weil das Ziel ist ja, dass er sich wendet. Das heißt, er fährt den einen Kundenstamm nach unten und baut den anderen Kundenstamm auf. Und in dieser Zeit sind Umbrüche da. Man verliert Umsatz, man gewinnt Umsatz, mal geht die Rechnung gut auf, mal sieht es nicht so gut aus. Das ist eine Schwankung, das wird passieren. Okay, jetzt machen wir den Punkt mit dem Geschäftsmodell. Der hat also herauszufinden, wie macht er jetzt, wie wird er bekannt, ja? Und hat er dementsprechende Wissensprodukte zu entwickeln. Jetzt haben Sie fünf Expertentypen beschrieben. Erklären Sie mal kurz diese fünf Expertentypen. Wir gehen nochmal auf diesen Frau oder Mann zurück, die sagt, mein neues Thema ist Mailchimp. Also WordPress möchte ich nicht mehr machen, das ist gestern, das ist Vergangenheit. Zukunft ist für mich, ist mein Thema, ist Mailchimp. Mailchimp ist mein Programm. Da möchte ich anderen beibringen, wie man mit Mailchimp besser wird und so weiter. Und ich werde auch keine Jobs mehr machen. Ich möchte dieses Wissen vermitteln. Ich möchte der Experte sein, wie man mit Mailchimp arbeitet. So, das habe ich jetzt als Vision im Kopf. Und jetzt stehen die meistens dann vor der Wand und sagen, ja, wie mache ich denn das jetzt? Was verkaufe ich denn da? Und der klassische Berater würde sagen, ich gehe in Firmen und berate sie. Aber das ist das klassische Muster. Und deswegen haben wir jetzt neue Muster gebildet, fünf Stück, und die kann man durchbuchstabieren. Und wir haben den Serienautoren, den Mediasender, den Themenredner, den Community-Builder, den Programmanbieter. Und der Programmanbieter ist sogar davor. Und ich gehe jetzt mal durch bei unserem Webdesigner, der Mailchimp machen will. Wenn er diese fünf Typen durchbuchstabiert, dann würde er sagen, wenn ich ein Serienautor werden wollte, wie müsste ich das Thema Mailchimp anpacken?
relativ logisch, er müsste Bücher schreiben. Okay, Das wäre seine Methode. Das heißt, er würde ab jetzt ein Buch nach dem anderen schreiben zum Thema Mailchimp. Immer wenn was Neues rauskommt, würde er ein neues Buch dazu schreiben. Irgendwann hat er 10 Bücher draußen. Und jetzt müssen wir sehen, ist der Markt so groß, dass genug Bücher verkauft werden, dass er mit Mailchimp-Büchern alleine leben kann. okay, Müsste man antesten. Er sagt, ich bin kein Autor. Also Bücher schreiben finde ich old fashioned, zu viel Papier, mag ich nicht, ist nicht gut. Er sagt, ich bin eigentlich ein Jüngerer, ich möchte Mediasender werden. Ich habe von den Bloggern gehört, dann sollte er sich durchspiegeln und sagen, welche Form von digitalem Sender baut er denn auf? Macht er einen Blog? Macht er einen Podcast? Macht er ein Videoformat? Wie sendet er das Wissen? Und vor allem, eine ganz große Geschichte, die Blogger verdienen ja kein Geld, nur weil sie bloggen. An welcher Stelle verdiene ich dann mit diesem Blog Geld? Das heißt, als Mediasender, wenn ich einen Mailchimp-Seminar aufbaue, wie mache ich das? Wäre zweite Möglichkeit. Dritte Möglichkeit wäre, er sagt, ich werde Redner, Themenredner. Das sind die Amerikaner, diese Public Speaker in Amerika, große Geschichte. Er sagt, okay, ich werde jetzt Public Speaker, Keynote Speaker für Mailchimp. Dann räumt er in der Schweiz die Bühne und Ja, sagt das ist über. ziemlich schnell geräumt. Ja, also den Genau. deutschsprachigen Raum noch mit dazu nehmen, dann könnte es gut funktionieren. Und er muss es dann schaffen, dass Leute regelmäßig zu ihm in seine Veranstaltung kommen und sagen, okay, wir haben verstanden, Mailchimp ist was Geiles, und dafür aber auch bei den Tickets Geld zahlen, sonst wird er davon nicht leben können. Dann Programmanbieter, das glaube ich wäre in diesem Fall wahrscheinlich das, was tatsächlich das Naheliegendste wäre, zu sagen, ich mache ein Programm, einen Online-Kurs, eine Art Akademie, in dem ich in Modulen, in Schritten den Menschen zeige, wie sie mit Mailchimp arbeiten. Und dann würde auf Teachable oder irgendeiner Online-Plattform ein Kurs angelegt, 5 Schritte Einstieg Mailchimp zu bedienen. Und das kostet 99 Euro. Und dann ist die Kunst, wie viele Leute kaufen diesen Kurs, schauen ihn, lernen und so weiter. Und das letzte, der fünfte Typ, der ist ziemlich spannend, weil das eigentlich en vogue ist. Das ist ein Community-Builder, der sagt, ich sammle um mich eine Gruppe von Menschen, die von diesem Thema begeistert sind. Das ist bei Mailchimp, jetzt muss ich mal überlegen, wie sieht das aus, eine Mailchimp-Community, also eine Gruppe. Es gibt ja WordPress-Community oder Genau. bestimmt eine Aber ich Mailchimp-Community. Aha, ja gut, aber die müssen dafür bezahlen. Das heißt der Ja, Trick. Das ja. heißt, wenn ich nur so ein kostenloses Forum mache, wäre ich pleite. Ja, genau. Also müsste ich eine solche Fanbase von Mailchimp-Leuten haben, also die Hardcore-Mailchimp-Jünger, die sich dann einmal irgendwann pro Jahr treffen und sagen, das ist uns so wichtig, dass dieser Experte dabei ist, dass wir uns dafür das Geld leisten. Und diese Communities in vielen Bereichen entstehen sie. Bei diesen technischen Themen vielleicht weniger, aber es gibt viele Themen, wo das wirklich passiert. Also diese 5 Typen gibt es und mit denen kann man quasi schneller durchspiegeln, was wäre eigentlich mein Typ, wenn ich dort smart aus möchte. Sehr schön. Jetzt zur Bekanntheit. Sie haben da das auch wunderbar aufdröselt. Sie haben so 5 Marketing- oder Markentypen beschrieben. Da haben wir die Personenmarke, Themenmarke, die Produktmarke, eine neutrale Marke und die Storymarke. Kannst du da noch ein paar Worte dazu sagen? Jetzt auch wieder mit unserem Beispiel, mit diesem Webdesigner. Dass wir diese 5 Markentypen so präzise herausgearbeitet haben, hat den Grund, dass in Amerika gibt es viele so Expertenratgeber und die sind relativ schlicht geschrieben. Also die sagen immer, wenn du ein Experte sein willst, bist du eine Personenmarke, also gib dir deinen Namen. Also Anthony Robbins würde sagen, ich bin Anthony Robbins und geh auf die Bühne, du bist Keynote Speaker und ich bin Anthony Robbins. Und die haben gar keine anderen Möglichkeiten. Die sagen, das ist der Weg, mach so, wie ich es auch mache und fertig aus. Und auf der einen Seite das stimmt das an manchen Punkten. Wenn ich ein Experte bin, ist es häufig kein schlechter Weg zu sagen, das ist mein Name. Also auch Sie könnten unter Herrn Link sagen, Link Storytelling wäre eine Möglichkeit zu sagen. Oder Mr. Link, der Storyman oder einfach nur Link. Ihre Webseite würde Link heißen. Könnte man sagen, dann ist das die Personenmarke. Es zielt auf Sie als Person und unmittelbar über Ihren Namen. Und viele der amerikanischen Keynote-Speaker sind Personenmarken. Und das ist auch häufig auch Personenkult. Das ist gewollt. Aber die Experten, die wir häufig begleiten, sind an vielen Stellen anders gestrickt. Das heißt, dieser Webdesigner, der sagt, Mailchimp ist das, was ich voranbringen möchte. Es kann sein, dass seine Person, dass er sie sogar in den Hintergrund stellt, dass er sagt, das Thema Mailchimp ist wichtig. Und dann sagt er, könnte es eine Themenmarke werden? Zum Beispiel, wie steige ich schnell in Mailchimp ein?
Es gibt einen sehr erfolgreichen amerikanischen Experte mit seinem Programm Learn Scrivener Fast. Ja. Und das Produkt heißt Learn Scrivener Fast. Das ist Scrivener ist ein Programm. Und die Marke ist Learn Scrivener Fast. Also der Das ganze heißt, Begriff da, der ganze Learn Begriff Scribble ist die Marke. Fast. Ja, Und okay. darunter ist er, und die Leute wissen, heute wissen sie auch seinen Namen, weil sie ihn kennen, Ja. aber am Anfang spielt das keine Rolle, weil er spricht Leute an, die Scrivener schnell lernen möchten. Genau, ja. Und die gesamte Marketing läuft so, er sagt, sie wollen Autor werden, sie wollen ein gutes Programm haben, mit dem sie schreiben können. Scrivener ist toll, ist aber ein schwieriges Programm, ist komplex. Wenn sie schnell lernen wollen, ist es besser, sie holen sich einen Kurs, sparen sie unheimlich viel Zeit. Ich zeige Ihnen kurz was. Learn Scrivener Fast ist die Antwort auf ihr Problem. Ein Riesenerfolg, hat er 100.000 Male verkauft, diesen Kurs, lebt allein von diesem einen Kurs. Sehr schön. Und diese fünf Marken sind quasi andere Gassen, es aufzubauen. Ja, jetzt habe ich gesehen, dass Sie auch eine Story-Marke haben. Jetzt habe ich mir so Gedanken gemacht. Mein Projekt hier heißt ja Story Power. So wie ich es verstanden ist, ist es aber noch keine Story-Marke. Richtig. Und So, zwar bei erklären Sie Ihnen. mal das da. Ja. Ich habe das Projekt Story Power genannt und dann haben Also Sie bei Ihnen wäre Story-Marken. es. Ja. Also. Aber jetzt wäre es eher, sagen wir, das wäre Story Power, wäre so die Themenmarke, oder? Es geht um Story, die Richtig, Kraft der richtig, Geschichte. Ja, richtig. Und okay. zwar, Themenmarken sind Marken, die das Thema, um das es geht, in sich führen. Ja, Also wenn ich okay. sage Mailchimp-Kurs, habe ich das Thema, es geht um Mailchimp in der Marke. Ja. Sage ich gesund Essen in fünf Schritten, habe ich das Thema gesund Essen in der Marke. Wenn ich sage, es geht um Storytelling und ich baue es Story Power, sagt er, es geht um die Kraft der Geschichte, Ja. dann habe ich das Thema, es geht um eine um die Kraft der Geschichte zu nutzen für das Marketing, das habe ich dann im Namen drin. Ein Story-Marke ist, wenn ich eine Figur suche, die schon eine Geschichtsatmosphäre aufbaut. Also Beispiel ist, ein Reiseblogger, den wir kennen, hat die Marke Off the Path, also abseits der normalen Wege, Ja. also Off the Path. Eigentlich müsste er sagen, als Themenmarke, schöner Reisen. Schöner Reisen wäre eine Themenmarke. Ich reise. Aber Off the Path sagt, Ja, geht es um. spürst du, wie du schon fast im Dschungel bist? Also Ja, spürst du, wie es du geht nicht um auf der normalen Straße? Neuland, Pionier sein oder Absolut. solche Sachen, solche Also ich weiß, Assoziationen kommen da hoch. das ist nicht das Kreuzfahrttourismus mit 4000 Leuten, sondern Ja. das ist wirklich, ich bin mit dem Kajak unterwegs, ich kriege Insider-Tipps, ich bin auf geheimen Wegen unterwegs, also nicht auf der großen Autobahn, sondern die kleinen. Das heißt, er erzeugt ein Bild und dieses Bild ist so eingängig, dass es hängen bleibt. Wunderbar. Ich habe was entdeckt, die Expertenproduktreppe. Bin ich auch völlig begeistert. Es gibt sofort eine Struktur. Ich habe mich gewundert, einerseits, wie sind Sie da drauf gekommen? Und dann, wie wird sowas angelegt und auf was sollte man achten? Wir kommen hier aus der Start-up-Szene und in der Ja. Start-up-Szene gibt es Geschäftsmodell-Baukästen und der bekannteste ist die Canvas von Alexander Osterwalder, Genau. die genial ist. Also ich schätze Alexander Osterwalder sehr und die Revolution, dass wir Geschäftsmodelle visuell denken, ist eine wirkliche Revolution. Das heißt, für die Kreativität des Gehirns gigantisch. Aber jetzt kommt das Aber, immer wenn wir mit der Canvas oder mit diesen komplexeren Geschäftsmodell-Baukästen gearbeitet haben, für die smarten Modelle, die ja häufig sehr einzügig gestrickt sind oder sehr, sehr, sehr prozessorientiert auf eine Spitze rudern, waren die Modelle viel zu groß. Also wie wenn man mit dem Lastwagen quasi ein Paket bei der Post abholt Eine oder so. Ja, Butte genau, also dahin transportiert. es verführt die Leute zu schwierig zu denken. Und wir haben gesagt, stopp. Also was wäre ein schnellerer Weg, ein Geschäftsmodell zu modellieren, und trotzdem die wesentlichen Merkmale zu haben. Und ein Fehler ist, dass viele zu viel denken. Sie wollen alles auf einmal. Also haben wir eine Treppe gebaut mit nur 6 Stufen. Wir haben gesagt, Ende, das reicht erstmal. Natürlich könnte man auch eine Stufe mit 7 bauen oder so, aber wir haben gesagt, 6 ist so, dass man die Komplexität vor Augen hat, aber sich reduziert. Und wir haben, und das ist jetzt das Neue, also Staircase-Modelle gibt es auch in anderen Bereichen, aber das, was bei uns neu ist, und deswegen ist die Produkttreppe auch geschützt und das ist eine Innovation, ist, dass wir 3 Schichten hineingebaut haben, die Okay. sich in der Praxis immer wieder als real erweisen. Also es gibt unten eine Reichweitenschicht, es gibt in der Mitte eine Tragschicht und es gibt oben eine Super-User-Schicht. Und das ist etwas, was sich in der digitalen Welt
abbildet, dass wenn wir draußen mit einem Online-Kurs sind, ich sage mal für 99 Euro, dann gibt es, sage ich mal, 1000 Leute, die diesen Kurs für 99 Euro kaufen. Und die haben dann auch genug. Die sagen, ich habe jetzt gelernt, wie man Mailchimp aufmacht. Ich habe die drei Knöpfe, kann ich bedienen. Wunderbar, ich bin zufrieden und kommen vielleicht die nächsten Monate nicht wieder. Einer von den 1000 wird sich aber melden und sagen, das war ja ganz schön, aber Nicht mehr. gibt es da nicht nochmal so ein richtiges Programm, wo mir die absoluten Supertricks gezeigt werden? Und das kann ich schon alles und ich möchte im Hintergrund wissen, wie die Automatikroutinen laufen, wie ich damit noch richtig das verkoppeln kann mit Zapier und was weiß ich was. Und dafür wäre ich auch bereit, 2000 Euro zu bezahlen. Und wir glauben immer, diese Super-User wären nicht da und das stimmt nicht, sie sind da. Und wenn man jetzt in seiner Produkttreppe diese Schicht nicht berücksichtigt und also quasi nicht verschiedene Sachen anlegt, läuft man in die Gefahr, als Experte nicht den Bedürfnissen seiner Kunden gerecht zu werden. Und aus diesem Grund habe ich diese Treppe so aufgebaut. Mit drei Das heißt, Schichten, ja. drei Schichten und Genau. in der Regel muss man unten anfangen, weil hat man keine Reichweite, wird man oben das Super-User-Segment Nie erreichen, oder? nie erreichen. Ja. Und ich kenne Schlitzohre, die sagen, ich fange oben an, dann habe ich die Hochpreisprodukte sofort, verdiene ich mehr Geld. Das wird in der Regel nicht passieren. Aber das heißt, dass ich zumindest einen strategischen Plan habe und weiß, wo ich hin will. Denn viele machen den Fehler, dass sie nur in niedrigpreisigen Produkten denken. Und das ist ausgelöst durch diese E-Book-Welle. Und die E-Books werden immer mehr, das ist richtig. Aber es wird immer so erzählt, als wenn das jetzt die große Zukunft wäre. Und die normalen Bücher würden nicht mehr da sein. Und alle würden nur noch E-Books lesen. A, stimmt das nicht? Die normalen Bücher sind sehr kräftig noch da. Das zweite ist, die E-Books kosten nichts. Amazon drosselt den Preis da brutal runter, dann kosten die 2,40 Euro. Ich muss sehr viele 2,40 Euro Bücher verkaufen, um meine 5, 6, 7, 8, 9.000 Euro im Monat zu verdienen. Okay, also davon an die Zuhörer nochmal den Hinweis, die Experten, also die Produkttreppe ist eine geschützte Marke. Die haben eine geschützte Marke. Das heißt also, wenn ich das jetzt hier im Blog erwähne, dann habe ich den Hinweis zu machen, eine geschützte Marke von Ihnen. Also in diesem Fall jetzt hier, wenn wir interviewen, alles okay, aber im Prinzip ist es tatsächlich, es ist ein Modell, was wir inventiert haben, das ist neu. So gesehen ist auch ein Markenschutz drauf. Wir werden daran arbeiten, das als Common License wahrscheinlich rauszustellen, nächstes Jahr oder übernächstes Jahr. Wir arbeiten also jetzt an so einem breiteren Konzept. Aber im Buch ist es erklärt, da ist es drin, also da ist sie auf jeden Fall in der Funktion vorhanden. Ich finde es genial, ja. Also das, was wir jetzt hier machen, also für mich ist das der Podcast jetzt um die Reichweite zu erzielen. Also mit den Newslettern natürlich und Social Medias, also dann eben das darüber verbreite. Und also die Hauptumsatzträger sind dann die Seminare, ja, und die Vorträge dazu. Das sind dann da, wo der Umsatz reinkommen soll. Andere, es gibt ein E-Book, was haben wir denn? 19, irgendwie so 19 Euro oder jetzt ein neues digitales Produkt wird auch so ein kleiner Bereich sein. Kleiner Bereich. Ja. Und dann, wenn jemand ein Spezialcoaching braucht, das ist dann ein Super-User, da gibt es dann, es gibt dann eine fünfstelligen Umsätze. Schätze, dass es nicht ein Tausende werden, aber doch der eine oder andere, der sagt, okay, ich möchte es da wirklich tiefer gehen, ich möchte es wirklich können nach einem halben Jahr und ich möchte wirklich intensivst mit ihnen trainieren. Und dann kann ich also diese drei Gruppen alle mal abbilden. Die einen, die einfach mal schnuppern wollen, die anderen, die wirklich mal die so einen Einstieg wollen ins Thema Storytelling als Unternehmer und Selbstständige und eben die Super-User. Ja, wie fängt man an? Hat die Voraussetzungen geschaffen? Es geht um Umsetzung, sich bekannt machen. Ich möchte zwei Fälle gerne mit Ihnen. Einmal als klassischer Experte. Was macht er jetzt konkret? Jetzt hat er die Vorarbeit gemacht. Er weiß die Marke, er weiß die Produkte, hat er Ideen. Einerseits und andererseits jemand, der sich selbstständig machen will, der es vorhat, der darüber nachdenkt. Wenn wir die zwei Fälle mal anschauen. Also auf der einen Seite jetzt der bestehende Webdesigner, der schon ein klasse Experte ist. Was macht er konkret jetzt, nachdem er das konzeptionelle Arbeit erledigt hat? Also wir nehmen einen Webdesigner. Also er hat gesagt, er möchte smart werden, also hat sein Thema bestimmt, Mailchimp. Er hat seinen Typ bestimmt und sagt, ich möchte ein Programm machen. Fange erstmal mit einem Kurs an, sage ich mal, ein Tragschichtprodukt, also in der Mitte, sage ich mal, 99 Euro für einen Mailchimp-Kurs. Und er hat als Marke beschlossen, er nimmt nicht seinen Namen, also nicht Herr Link, sondern er sagt, ich nenne es Mailchimp Crazy.
Okay, einfach ja. als Name. So. Mailchimp Crazy, der Kurs für 99 Euro, möchte er jetzt bekannt machen. Also ist seine Aufgabe jetzt, dass er Reichweite aufbaut. Also wie wird dieser Kurs bekannt? Und hier ist es so, dass wir als Solopreneure, als smarte Entrepreneure keine Etat-Marketing machen. Wir haben nicht 300.000 Euro, die wir bei einer Agentur anlanden und sagen, jetzt machen wir da draußen Marketing, sondern quasi der Expertenstatus, die Reputation wird aufgebaut durch das Arbeiten im Feld. Das heißt, ich gehe in das Feld hinein und mache mich bekannt und sage, hallo, hier bin ich. Und Mailchimp ist ein wichtiges Programm und wer damit arbeitet, das und das sind die Dinge, die ihr beachten solltet. Klassisch gesehen würde ich das auf irgendwo, wo ich unterwegs bin, aber heute im Netz ist es so, dass ich auftauche dort, wo die Menschen im Netz zu dem Thema unterwegs sind. Und das Also ist bei Xing von... die dementsprechende Gruppe finden, bei LinkedIn auch die passende Gruppe, dort Posts zu machen, also so zum Beispiel. Richtig, und das ist jetzt eine Sache mit Fingerspitzengefühl, weil immer die Frage, an welcher Stelle ist es gut, etwas zu sagen und wo sollte ich meinen Mund halten, also wo sollte ich unterwegs sein? Es gibt verschiedene Wege, das aufzubauen. Das heißt, der Social-Media-Sender wird ganz stark über Social-Media arbeiten. Der Autor wird ganz stark über Buchmarketing bei Amazon arbeiten und so weiter und so fort. Und ein Public-Speaker wird vermutlich mehr unterwegs sein als der rein digitale. Aber es gibt Muster. Und in dieses Muster muss ich jetzt einsteigen und sagen, ich baue Routinen auf, dass Stück für Stück ich bekannt werde. Und der entscheidende Punkt, dass ich nicht nur eine Sache mache, sondern dass ich den Willen und die Ausdauer habe, da dran zu bleiben. Das heißt, also, wer sagt, ich schreibe einmal einen Post irgendwo. Oder Und ich. dann rennen sie mir die Bude ein. Ja, genau. Also da bin ich immer sehr brutal. Also wenn Leute sagen hier, ich will eine Woche Marketing machen und dann läuft die Bude. Das wird es nicht werden. Das heißt, ich muss, und da ist das Gleiche bei einem Angestellten wie bei einem Webdesigner, ich muss mir überlegen, wie viel Zeit gebe ich mir, hineinzukommen in das neue Thema. Und es wird nicht 2, 3 Wochen sein, sondern es wird Monate sein. Machen wir und in Jahre, diesem, ja. So ein, oder zwei Jahre, Jahre, ja. Je ich nachdem. sage immer pauschal, also in dem Buchsmarkt, 3 Jahre, sage ich immer, sollte man sich immer geben. Mindestens, okay, ja. Und wie viel es dann wird, zeigt sich noch, aber es ist nicht 2, 3 Wochen. Und in dieser Zeit muss ich vorsichtig, also der Switcher nennen wir den, also der quasi vom WordPress-Designer zum Mailchimp-smarten Experten wird, muss aufpassen, dass er seine WordPress-Kunden nicht vergraut. Er sollte sie pflegen und langsam ausgleiten, dass er quasi das Geld, was dort steht, in einer positiven Weise weiter reinkommt. Das geht übrigens. Das heißt, in der Regel ist es so, dass wenn ich Kunden habe, die mir vertrauen, dann bleiben die mir eine Zeit lang treu, ohne dass ich groß Werbung machen muss. Also ich kann das sehr gut ausschleichen. Und dieses Ausschleichen sollte ich auch aber mit System machen, mit einem guten Controlling, dass ich weiß, okay, diese Umsätze bauen sich ab. Und hier in dem neuen, so nach 3, 4, 5, 6 Monaten, da beginnt was. Und wenn dann dort gar keine Umsätze beginnen, muss ich irgendwann vorsichtig werden. Also muss sagen, was mache ich denn da eigentlich? Und da sind wir Fans von Lean Startup. Das heißt also, sich in die Felder reinzutasten, schnell Prototypen zu bauen, Produkte antesten, nicht sofort den gigantischen Kurs zu bauen mit 18 verschiedenen Sprachen, dann ihn freizuschalten und zu merken, jetzt kommt keiner. Das sind die Sachen, die wir nicht tun. Und dieses Vorantasten, das ist das Prototyping, oder? Prototyping, da sind wir ganz große Fans von. Und da hilft die Produkttreppe wieder, dass man sagt, okay, ich teste in der Reichweitenschicht mal hier ein kleines E-Book, wo ich nicht so viel reingesteckt habe. Ich setze dort mal ein Signal. Wenn das geht, gehe ich die Stufe weiter auf ein nächstes Produkt. Das macht Sinn. Das ist übrigens das Gleiche beim Angestellten. Wenn ich jetzt den Angestelltenfall nehme, ich sage, Sibylla Blau möchte aus ihrer Abteilungsleiterposition raus und sie ist eine Expertin für Vertrieb für Autos, sage ich mal, Autovertrieb. Also wäre für Autohäuser Abteilungsleiterin gewesen. Und wir haben viele in unserem Programm, die aus Abteilungsleiterpositionen springen. Die sagen, ich habe viel Fachwissen, aber ich möchte nicht mehr in dem Hamsterrad von großen Firmen arbeiten. Und die springen häufig mit 40, 45, also bevor sie 50 sind und gegangen werden, sage ich mal. Und das ist auch ein gutes Zeitalter. Ich sage, man hat seine Expertise auf dem Höhepunkt. Man hat noch richtig Energie im Körper und man kann die Zeit nutzen, es aufzubauen. Aber jetzt kommt der Fehler. Viele sagen, ich
bin sauer auf meinen Chef, ich kündige Ja. und dann springe ich Kopf über ins Wasser. Das wird nicht funktionieren. Und auch in Deutschland, ich weiß nicht, wie es in der Schweiz ist, ist dieser Wahnsinn, der Existenzgründer ist derjenige, der sagt, ab heute bin ich selbstständig. Ja, und dann hat er meistens den härtesten Chef für den Oder Herrn, was auch. also sich selber. Richtig. Und dann muss man, kriegt man einen Existenzgründungszuschuss, dann kriegt man so 3 Monate oder so irgendeine Ja. Subvention, dass man ein bisschen überlebt. Da hat man überhaupt keine Spielwiese, um Ja. auszuprobieren, ob ich eigentlich entfalten kann oder nicht. Und wir Ja. würden immer empfehlen, entweder undercover zu starten, also quasi Ja. sich mich reinzuschleichen, wirklich im Sinne zu schleichen, Aha. oder mit dem Chef eine Abrede zu treffen, zu sagen, ich habe vor zu springen, gibst du mir eine Teilzeit oder irgendwas anderes, dass ich eine Landebahn habe, auf der ich auch in Ruhe runter kann und psychologisch auch die Stärke habe, mich da auszubreiten. Und da merke ich, ist in Deutschland das, was gelehrt wird, also was in den Büchern steht oder was auch die Wirtschaftsförderungen immer wieder sagen, anderer Stoff. Und das ist für mich nicht realistisch. Welche Hindernisse sind noch, also welche weiteren Hindernisse gibt es noch, wenn ich jetzt also diesen Wechsel mache? Also wenn ich zum Beispiel jetzt die Selbstständigkeit umbaue. Also wir haben es einerseits mit den bestehenden Kunden da, haben Sie sonst noch so, fallen Ihnen weitere Hindernisse ein? Also ich glaube, es sind zwei Themen, an die man ran muss, jetzt wenn Ja. man speziell Experte werden möchte. Das eine ist Selbstbewusstsein. Also habe ich quasi das Selbstbewusstsein, meine Reputation aufzubauen. Also viele Leute haben Fachwissen, das Ja. exorbitant stark ist, aber sie kriegen es nicht über die Lippen. Sie trauen es sich nicht zu, dass es für andere Menschen wichtig wäre. Ja. Und da sind Frauen anfälliger als Männer. Also ich erlebe immer wieder Männer, die gar nicht so gut sind. Die Frauen überflügeln die exzellent sind. Richtig. Und es gibt Frauen, die wirklich extrem gut sind und einfach nicht aus dem Quark kommen, wo ich sage, mach doch mal. Ja. Die Kunden würden euch die Bude einrennen. Und das ist also die Selbstbewusstseinsfrage, die ist wichtig. Okay. Da sollte man nachlegen, wenn man es nicht hatte. Und das Zweite ist, man sollte sich an Technik antrauen. Das heißt, wenn ich es nicht schaffe, einen Skype-Account aufzumachen, wenn ich es nicht schaffe, eine E-Mail zu senden, wenn ich es nicht schaffe, ein kleines Produkt auch mal selber herzustellen, sei es ein E-Book, sei es ein Buch zu schreiben, sei es einen Film zu drehen, dann kann es doch sein, dass die Anstellung der bessere Weg ist. Okay. Aha. So ein smarter Experte kann ja sein Business dann verkaufen. Wenn er gut ist, ja. Ja, Also okay. es gibt berühmte Beispiele. In dem Buch habe ich David Allen genannt von Ja, Getting okay. Things Done Getting Things und Done, richtig, ja. weltbekanntes Programm und er hat Ja. es in seinen alten Tagen verkauft, übergeben an eine große Trainingsfirma und die Marke Getting Things Done wird heute weltweit nicht mehr von ihm geführt. Das heißt, das Programm ist so attraktiv gewesen, dass andere es haben wollten. Und da gibt es auch andere, also Eric Ries mit Lean Startup, also wenn Ja, er mal das stimmt. Staffelstab abgibt, da werden andere da sein, die sagen, also klopf, 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 also die Rechte, deine Buchrechte, Hätte ich gern. nehmen die nicht mit ins Grab. Also der wird es verkauft bekommen. Okay. Das bedeutet aber nicht, dass jeder Experte, der jetzt, also Mailchimp Crazy, dieser Kurs, kann sein, dass ich das am Ende meiner Tage nicht verkauft bekomme. Okay. Dann ist das auch in Ordnung. Aber es hat ein bisschen was mit der Markenführung zu tun. Wenn ich eine reine Personenmarke aufbaue, also Sie würden Ihren Kurs unter Link aufbauen, dann werden Sie es kaum verkauft bekommen, weil ein anderer wird kaum reingehen und sagen, ich nehme einen Online-Kurs mit dem Namen Link. Ist Story Power in 10 Jahren eine richtig starke, schwere Trainingsmarke? Warum nicht? Okay. Ja, zum Schluss zwei Fragen noch. Welche Unterstützung bieten Sie so an für diese Selbstständigen auf dem Weg zum smarten Experten? Also wir haben auch natürlich eine Produkttreppe, logischerweise. Ja. Und unten da zum Reinschnuppern sind unsere Bücher. Also die Ja. kann ich nur empfehlen, weil für Ich halte es mal. 25 Euro hauen wir da im Prinzip das gesamte Wissen raus. Also Ja. wer es wissen will, für 25 Euro die Bücher kaufen, durchlesen, dafür sind die Bücher da. Ich halte es gerade mal rein, ja, zum Sehen. Genau, die Zeit des smarten Experten, liegt uns total im Herzen. Also so gesehen, das wäre der kürzeste Weg. Und wir sind immer noch Fans vom alten Lesen. Rotwein dazu, Ja, ich Couch, auch. Ja, entspannt sein, richtig, ja, Spaß dabei das haben. wirklich Genusslesen Ja, mit absolut. Ihrem Buch. Also wirklich, da haben Sie also so was Schönes gemacht, also ein schönes Design. Haben Sie das Design selber gemacht oder Wir haben Sie es machen das ist, nee, wir extern machen das gegeben? selber. Wir Sie machen machen das das schon selber. selber. Ja, durchaus.
Und das würde ich heute Leuten auch zutrauen. Ich würde sagen, arbeiten Sie sich rein. Ja. Wir sind zwar nicht auf dem Niveau von dem letzten Artdirektor, Ja. aber wir sind bestimmt besser als die meisten Autoren, die da draußen sind. Und das kriegt man hin, wenn man es möchte. Das ist machbar. Ah, okay, ich habe einen Einstieg jetzt über Canva, das ist relativ leicht, also zumindest für die Post, die Ja. Social Media Post, ist einmal ein guter Einstieg. Und sowas habe ich es mir noch nicht zugetraut. Und Sie meinen, okay, das ist machbar, ja? Wenn ich Es halt. ist nicht zwingend notwendig. Sie können auch mit Ja. dem Designer, also Bekannte von uns haben einen Designer drin. Wenn Sie wollen, können Sie es machen. Ja. Aber wir sind im Prinzip selbst Empowerment-Menschen. Also wir sagen, trauen Sie sich zu, auch, ich sage jetzt mal, in Ihrem Alter zu sagen, Ja. wenn ich ein bisschen Design auflegen möchte, ja, dann gehen Sie eine Etage nach oben. Also dann gibt es heute Programme, die nicht mehr nur von Profis bedient werden können, sondern Sie können sogar mit Word richtig gute Designs machen, wenn Sie ein paar Regeln einhalten. Das bedeutet Okay. also, da mache ich Mut, sich an Sachen ranzutrauen. Ja. Das ist das, also die sind die Bücher, also für 25 Euro unten rein lesen, genießen. Genau. Wenn man dann im Kopf so ein Knistern hat, aber es selber nicht sortiert bekommt, dann haben wir Intensivgruppen, die laufen 3 Monate, wo wir die Konzeption, die Grundidee bewegen. Das machen wir 1 bis 2 Mal im Jahr. Das sind Gruppen, wo man nur 2 Tage in Hamburg sein muss, den Rest ist man verknüpft virtuell. Und da haben wir Leute aus Österreich, Schweiz, Deutschland, die da kommen, Ja. sind die Intensivgruppen. Und wir haben jetzt zum ersten Mal in diesem Jahr unsere Meisterklasse und das geht dann in die obere Etage rein. Okay. Da sind Experten, die schon ihre Vita laufen haben und die auch Umsatz stehen haben Ja. und die sagen, wir sind im Business, das ist überhaupt keine Frage, aber wir wollen mit anderen, die auf dem Weg sind, jetzt eine Etage nach oben. Und wir schließen uns 5 Tage in einem Nebental in Hessen, also da, wo Fuchs und Igel Okay. sich Gute Nacht sagen, Gute ein. Nacht sagen. Sind dann 15 Experten, Brigitte und ich, also wir zu zweit, 17 Leute, und werden viel Wein trinken und viele Konzepte aushecken, die noch möglich sind. Wunderbar, Herr Kander Gromberg. Zum Schluss, was möchten Sie zum Schluss noch mitgeben? Ich möchte Mut machen, genau hinzuschauen, weil wir Genau, eine. genau. Sie haben nochmal gesagt, genau hinzuschauen. Was unsere Gesellschaft uns vorkaut, weil unsere Gesellschaft ein seltsames Ding ist. Und wir haben eine Sache, die wir immer wieder merken, die im Kopf Knoten auslöst. Ja. Wir nennen das Big Think Big Syndrom. Ja. Das heißt, wenn wir Fernsehen schauen, dann wird irgendwie getan, als wenn man der Fußballstar sein müsste, der Popstar. Man müsste eine Riesenfirma, man müsste Steve Jobs sein, man Ja. müsste, man müsste, man müsste. Und unter ein paar Millionen oder irgendwie geht gar nichts und es muss künstliche Intelligenz sein oder. Das nennen wir das Think Big Syndrom. Das heißt, es muss ganz groß sein, sonst fängt man gar nicht an. Und Think Smart heißt, wir fangen da an, wo wir stehen. Also die Fähigkeiten, die ich habe, Ja. schaue ich mir an. Und die sind in der Regel so brachial gut, dass wir daraus was machen können. Die sind so brachial gut, sagen Sie. Der Wahnsinn, das ist ja fantastisch. Das hört sich gut an. Brachial gut. Ja, schön. Vielen Dank, Herr Kanter-Grunberg. Ich halte das Buch nochmal rein. Also ich liebe das Buch. Ja. Ich empfehle es Danke dafür. auch weiter. Das Ja. ist einfach klasse. Wie ich schon ein paar Mal gesagt habe, zum Genuss lesen. Das ist immer wieder rein. Von den Farben her, vom Design her einfach toll und auch von der Aufbereitung her, von der Sache her, vom Fach her. Also wirklich, kann man sich, also sehr gut verständlich und sehr wunderbar umsetzbar. Also gut jetzt für mich. Ja, ja, damit waren wir heute wieder bei einer Episode. Spannendes Instrument, das man heute kennenlernt, das Smart Business, also auf dem Weg, den man da agieren kann. Es wird einen Blogartikel geben, der wird auf storypower.ch erscheinen, / smarte Experten. Darunter gibt es einen Blogartikel. Schauen Sie auch rein bei meinem Podcast, bei anderen Episoden. Und dann verabschiede ich mich, bedanke mich beim Zuhören. Bis auf ein anderes Mal. Ihr Ludwig Link. Ich danke, Herr Link. Grüße.